Aerosole sind eigentlich sehr kleine Partikel, die eben ideal luftgetragen sind. Und das können feste oder flüssige Teilchen sein. Und diese flüssigen, die kommen hauptsächlich aus unseren Atemwegen heraus. Und wie viele da rauskommen, hängt im Wesentlichen von der Aktivität ab. Beim Atmen emittieren wir ungefähr 50 Partikel pro Sekunde. Beim Sprechen sind es dann schon 200. Und wenn wir singen, dann sind es mehrere tausend Partikel, die wir pro Sekunde in die Atemluft hineingeben. Die Viren sitzen auf den Aerosolen drauf. Und da sich die Aerosole überall im Raum verteilen, atmen wir sie auch permanent ein. Es ist unklar, wie viele Viren es bedarf, um letztendlich eine Infektion hervorzurufen. Die Schätzungen gehen davon 300 bis mehreren tausend, die notwendig sind. Eine zweite Sache, die ebenfalls unklar ist, wie viele Viren sitzen denn auf solch einem Aerosol drauf? Und da gehen die Schätzungen von jedes zehnte Aerosol ist wirklich mit einem Virus beladen, bis hin zu jedes Aerosol trägt tatsächlich ein Virus. Die Aerosole befinden sich überall im Raum und wir wollen sie möglichst effektiv aus dem Raum herausbekommen. Und wie schaffen wir das? Wir können Frischluft zuführen, das heißt unbelastet Luft in den Raum reingeben und automatisch geht dann ja belastete Luft aus dem Raum heraus. Und damit verdünnt man die Aerosolkonzentration im Raum, das heißt die Anzahl der Aerosole pro Luftvolumen. Und das ist eben das Ziel, dass wir eine möglichst geringe Aerosolkonzentration in den Räumen bekommen. Ja, CO2 ist ein Gas, was wir alle ausatmen. Und letztendlich ist es natürlich ein bisschen anders zu den virenbeladenen Aerosolen, da ja nur eine infizierte Person in der Regel in einem Raum ist. Dennoch, der CO2-Gehalt in der Raumluft ist ein Indikator dafür, wie gut die Luftqualität ist. Das bedeutet, wie gut der Luftaustausch eben funktioniert. Und je niedriger der CO2-Gehalt im Raum ist, desto besser ist die Luftqualität, desto weniger Aerosole befinden sich auch in diesem Raum. Ja, bei Fensterlüftung müssen wir Nutzenden dafür Sorge tragen, dass eine bestimmte Luftqualität im Raum herrscht. Das heißt, wir müssen das Fenster auf und zu machen. Und da wir aber keinen Sensor haben, kein Gefühl dafür haben für die Luftqualität, verbinden wir das im Kopf häufig falsch mit der Temperatur. Wenn es kalt wird im Raum, haben wir ein frisches Gefühl und dann denken wir, die Luftqualität ist gut. Bei Lüftungsanlagen ist es so, dass es automatisch bereitgestellt wird, die Frischluft, und wir uns eigentlich darauf verlassen können, dass ausreichend Frischluft in dem Raum ist und wir gute Luftqualität haben.